Moin Leute! Moin! Und herzlich willkommen bei den Friesencampern. Wir haben Wochenende, das heißt, es ist Zeit dafür zu verreisen mit dem Wohnmobil. Und das machen wir jetzt und dabei nehmen wir euch auch mit. Geht los! Ist es da? Timo hat das Navi eingestellt und wir fahren los. Wir sind ziemlich satt. Das war hinten die Schublade? Das vergessen wir so oft, die Schublade zuzumachen, ne? Nein, nicht wir. Ich? Ja. War ich dabei? Ich war nicht an der Schublade. Ab. Ganz schön dunkel geworden. Ganz schön dunkel in der Gemünkel. Jetzt sind wir gerade, wo sind wir in... Flotho oder wie das heißt? Flotho? Vergesst die ganze Vogel-V. Genau. Das ist hier auf jeden Fall bei Minden. Und wir sind gerade an der Weser entlang gefahren und mega dumm von uns eigentlich. Ich meine, wir müssen es ja wissen, wir kommen von der Nordsee. Ja, die ist ja komplett überschwemmt, hatten wir jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Weil das jetzt auch irgendwie so lange her ist, ne? So 3-4 Wochen ist es bestimmt her, oder? Also die ist auf jeden Fall auf einem hohen Pegel, ne? Die ist gut dabei. Und man sieht uns, glaube ich, gar nicht. Das ist ja nicht schlimm. Dann sind wir gespannt, ob es diesen Stellplatz überhaupt noch gibt. Oder ob er weggeschwommen ist. Den wir anfahren wollen. Mal sehen. Da sind wir wieder. Ja, der Stellplatz, den wir eigentlich anfahren wollten, der hat dicht. Wegen Überschwemmung. In Minden, der Stellplatz. Ja. Und dann sind wir... bisschen weiter gefahren. Zum Steinhuder Meer und hier stehen wir jetzt auf dem Stellplatz. Wir wollten ursprünglich einen Stellplatz auf der gegenüberliegenden Seite anfahren. Da waren wir schon mal gewesen letztes Jahr. Ja. Der war auch sehr gut. Der hat so richtig schöne Stellflächen, die irgendwie... Der hat so richtig schöne Stellflächen. Der Platz hat auf jeden Fall richtig schöne Stellflächen da drüben. Ja, ist jetzt egal. Das bleibt jetzt drin, ne? Ja. Ja, wir wissen nicht, warum wir lachen. Es ist irgendwie Stellflächen, das klingt irgendwie sexuell, sagt Anna. Ich weiß nicht, was sexuell ist. Das ist auch egal. Also wir wollten einen Stellplatz anfahren mit schönen Stellflächen, der hat leider dicht. Die renovieren da irgendwie was. Den ganzen Platz renovieren die? Ja. Das ist Mitte März und deswegen haben wir eine Ausweichmöglichkeit gefunden und stehen hier jetzt auf einer großen Wiese sozusagen, könnte man das sagen. Das ist ein Wohnmobilstellplatz, ganz normal. Ja. Ist einfach eine ganz normale Stellwiese, kann man sagen. Ne? Ist nichts Besonderes. Und wir haben auch nicht gezeigt, wie wir hier drauf fahren oder sowas und wir können auch jetzt nicht zeigen, weil es einfach dunkel. Stockduster ist. Es ist 8 Uhr und man sieht einfach gar nichts. Man sieht nichts, nein. Wir ziehen uns jetzt ein Parkticket. Wir ziehen uns ein Parkticket. Und dann können wir ja morgen mal den Platz zeigen und sagen, wie wir es hier so finden. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Für 3, 2, 1. Hopp. Ja, super. Guten Morgen. Guten Morgen. So, wir sind wach. Verhext. Oh Gott. So halbwegs auf jeden Fall. Und wir wollen jetzt eigentlich was frühstücken, aber wir haben kein Wasser an Bord. Ja. Ja, wir dachten eigentlich, man kann hier Wasser auftanken, haben wir ja gestern schon erzählt, ist dann doch defekt. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir gute, teure Teller haben, die gut aussehen, aber hey, abwaschen ist schon wirklich anstrengend und wir haben auch kein Wasser und deswegen. Ja, zu Camping gehört Zewa. Improvisation. Lecker! Das sieht auf jeden Fall appetitlich aus, das muss man auf jeden Fall aufnehmen. So, wir wollen gleich mal den Platz ein bisschen zeigen.
Hast du schon gesagt? Ich habe gar Regen. Nicht so richtig zugehört. Ja, ist ja normal. Wir wollen auf jeden Fall den Platz noch ein bisschen zeigen. Der Platz ist auch schon ganz schön leer, wa? Boah, sind schon viele losgefahren. Ja, Abfahrt ist 12 Uhr. Fällt mir jetzt einfach gerade mal so auf. Ja, das ist auch wieder ein Stellplatz. Da muss man dann bis 12 Uhr abgefahren sein. Mhm. Finde ich immer dumm sowas, ne? Ich finde, Stellplatzmodell ist halt auch nicht beim Camping. Eigentlich ist Stellplatz immer so, du kommst an und ab da, ja, wo du zahlst, 24 Stunden. Ist so. Ach, sehr lieb von dir, Dankeschön. Ja. Ausnahmsweise mal. Mama kümmert sich immer um alle hier, ne? Genau, wir gucken mal, ob wir diese Nacht nochmal auf dem Stellplatz hier stehen bleiben oder ob wir weiterfahren. Denn Grund unserer Reise ist eigentlich mein Arzttermin. Krankenhausaufenthalt. In Hannover. Und ja, da versuchen wir immer ein bisschen mit dem Wohnmobil anzureisen. Warum auch immer, es ist jetzt auch nicht so weit weg von uns. Aber irgendwie kann man es immer gut verbinden, ne? Und wir wollten unser Blut testen. So, jetzt habe ich hier schon aufgegessen. Wir haben gemerkt, dass das Thema doch ein bisschen länger ist. Also dazu kommt noch ein separates Video. Auf jeden Fall, weil das ist ein bisschen längerfristig und oder langwierig, eher gesagt. Ja, langwierig. Längerfristig, ja. Also es ist noch früh am Morgen, muss man sagen. Es ist 11:30 Uhr. Ja, bis wir in die Puschen kommen, das dauert immer. Wir sind auf jeden Fall, wenn wir die Möglichkeit haben, sind wir Langschläfer, ne? Das ist einfach so. Geht dann erstmal los, würde ich sagen. Wir zeigen das Steinhuder Meer, ne? Ja. Ja, mal gucken, wie wir da jetzt hinkommen, weil es nieselt ja enorm. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Wir fahren rüber und parken dort vor Ort. Denke ich mal, auf dem Parkplatz. Ja. Okay. So, wir verlassen jetzt den Platz und fahren zum Steinhuder Meer rüber auf die andere Seite. Wir haben uns jetzt nicht wirklich rausgetraut. Deswegen zeigen wir hier mal so einen Rundumblick vom Platz. Warte, ich mach Fenster auf. Dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Es regnet. Aber es ist auch nicht viel zu zeigen hier. Es ist eine ganz große Stellplatzfläche. Einfach wie eine Wiese. Ihr habt hier Strom. Anna betitelt sie auch gerne als Partywiese. Partywiese, genau. Fähr- und Entsorgung gibt es ja auch, aber wie gesagt, aktuell kein Wasser. Oh, die machen da ja alles dicht. Ja, ob wir da jetzt durchkommen, das ist die Frage. Ja, links rum. Hier in dem Häuschen Kartenzahlung. Und da den Weg runter ist das Steinhuder Meer. Genau. Wir fahren aber jetzt, wie gesagt, auf die andere Seite. Denn da ist ein bisschen mehr Party. Ja, nee, das reicht mit Party. Wir sind keine Partymenschen. Nein, da ist so eine Strandpromenade. Ne? Zeigen wir gleich mal alles. Am See entlang. Ja. Das finde ich mega cool. Also es sieht optisch da echt ganz schick aus. Also hier dieser Stellplatz, auf dem wir jetzt gewesen sind. Ja, wir wissen jetzt noch nicht, haben noch kein Navi angebunden. Ist eigentlich egal, der See ist rund. Wir können rechts und links lang. Gerade auf der anderen Seite vom Steinhuder Meer an. Und hier ist links der Wohnmobilstellplatz, den wir eigentlich befahren wollten. Der hat aber dicht wegen Renovierungsarbeit. Aber ist mit den Bäumen und so irgendwie schöner, ne? Ja. Ist natürlich jetzt gerade ein bisschen trist durch den Winter, ne? So, und hier sind noch ganz viele Parkplätze. Ja, müssen mal gucken, ob wir uns hier irgendwo reinquetschen. Ich habe keine Ahnung, ob wir da reinpassen. Ich meine, wir haben zwar nur 6 Meter, aber da steht man immer so über und das mag ich gar nicht. Leider ist die Parkplatzsituation hier so ein bisschen ungünstig. Ich wache hier über das Fahrzeug. Ja, Timo bleibt hier jetzt erstmal stehen. Ja. Weil wir stehen nämlich auf so einem Busparkplatz. Und die ganzen anderen Parkplätze sind überfüllt und so klein. Und ist auch immer ausgezeichnet, nur für Pkw. Deswegen, bis gleich. Gib du mal Gas und zeig den Leuten das. Ja, das Wetter ist, wie schon gesagt, nicht so schön. Aber das schreckt uns ja nicht ab. Wir müssen ja trotzdem mit dem Hund eine Runde laufen. Emily und ich sind jetzt hier vorne angekommen. Da ist das Steinhuder Meer. Und Timo hat ja schon erzählt, hier gibt es ab und zu mal Eis. Ja, ich glaube, da gibt es Eis und Bier, Getränke. Hier gibt es auch Einkaufsmöglichkeiten, Fischbrötchen und so einen kleinen Shop. Und hier, wie gesagt, das Steinhuder Meer. Und da läuft man über so eine kleine Brücke rüber und sieht eigentlich echt alles sehr schön aus.
Im Sommer wird hier wahrscheinlich noch mehr los sein, aber ich bin echt verwundert. Es regnet. Gut, es ist Sonntag. Die meisten Leute haben frei. Aber es ist echt kein gutes Wetter. Und hier sind trotzdem so viele Menschen. Wir laufen jetzt eben zum Wohnmobil wieder zurück, weil Emily hat gar keine Lust. Es regnet und Timo ist nicht mit dabei. Das Rudel ist nicht komplett. Da hat sie gar keine Lust zu laufen. Ja, ich muss sagen, ich finde das Steinruder Meer sehr schön. Wir waren letztes Mal da, da hat es nicht geregnet. Und da haben wir einen sehr schönen Sonnenuntergang gehabt. Trotz dessen, dass hier gerade so ein Schietwetter ist, ich glaube, das haben wir aus dem Norden mitgebracht, ist es hier wirklich sehr schön. Also ich finde, das hat auch was. Dieser Regen und dass alles so diesig ist, hat irgendwie auch so eine ganz besondere Stimmung. Und gefällt mir trotzdem gut. So, jetzt laufen wir zurück und dann schauen wir mal, was es gibt. Ich denke mal, wir werden uns gleich irgendwo was zu essen holen. Oder wir suchen erstmal einen neuen Stellplatz raus. Ich habe da nämlich schon was gefunden, aber mal sehen, was Timo dazu sagt. Vielleicht fahren wir mal dran vorbei, das ist nicht allzu weit weg. Und gucken uns den erstmal an. Hier sind wir schon, Emily. Kuckuck. Ist das live oder was? Bist jetzt im Fernsehen. Sind wir jetzt im Fernsehen? Mhm. Ja, wir sind weitergefahren an die Leine nach Neustadt am Rübenberge. Ja, hier ist nämlich ein Stellplatz, der wird von der Stadt zur Verfügung gestellt, ist kostenfrei und man hat hier sogar Strom. Also an sich keine Fähr- und Entsorgungsmöglichkeiten, aber Strom ist da. Und der ist, ja, wie gesagt, kostenfrei, ne? Immerhin. Ja. Das ist schon mal geil. Strom kostet aber, ne? Also da ist so ein kleiner Münzeinwurf und hier sind zwei große Säulen, haben wir gerade schon gesehen. Wir können auch mal kurz rüberschwenken gleich. Ja. Ist einfach nur ein gekiester Weg hier, so ein bisschen ziemlich breit. Platz für viele Fahrzeuge, wenn die so ein bisschen in Reihe und Glied parken. Und wir haben schon gesehen, mindestens 8 Stromanschlüsse haben sie jetzt neu gelegt. Und direkt an der Straße, ist aber trotzdem ruhig gelegen. Also bis jetzt ist nicht ein Auto hier lang gefahren. Mhm. Und wir haben Sonntag heute. Direkt mit Blick auf die Leine. Ja. Sehr schön auf jeden Fall der Ausblick. Zum Zeitpunkt der aktuellen Überschwemmung aller Flüsse, die wir so haben in Deutschland. Wir stehen mit den Reifen fast auf Wasserhöhe. Wir zeigen es gleich mal. Da ist die Leine. Also das ist wirklich direkt auf Fahrzeughöhe. Ja, ist schön. Also das ist immer ein Ausblick, ne? Wann kommt man mal so nah ans Wasser? Beziehungsweise wann kommt das Wasser mal so nah? Ja, das sieht mal geil aus, ne? Ja, wir verlassen den Platz schon wieder. Wir waren nur wenige Stunden dort. Die Stromsäule ging leider nicht. Und wir brauchten jetzt Strom. Ja. Ja. Wollten gerne den Vlog jetzt schneiden. Aber egal, wir fahren jetzt direkt weiter zu MHH nach Hannover, da wo Anna morgen einen Termin hat. Und dann passt das. Der letzte Stopp für dieses Wochenende. Zwei Wohnmobile sehe ich schon. Drei. Wir sind jetzt auf dem letzten Stellplatz angekommen. Ich mache mal eben Licht an. Und Timo stöpselt gerade Strom an. Ich muss mal gucken, ob ich den jetzt hier irgendwo erwische. Ja. Da ist er. Der passt ja aber auch noch gut hier. Für irgendwelche Selbstgespräche. Strom ist an. Ja, da bin ich wieder. Ja, Strom steckt. Strom läuft auch, wie wir sehen können an der Birne. Jo. Richtig geil. Ja, lag wohl am Stellplatz selbst. Neustadt am Rübenberge an der Leine. Ja, wir haben gerade noch einen Artikel darüber gelesen, dass sie ganz stolz waren darauf, jetzt mehr bieten zu können mit dem Stromanschluss. Aber irgendwie funktioniert er nicht so richtig. Ja, die wollten den Stellplatz ein bisschen attraktiver gestalten für die Touristen. Ja. Ja, das hat wohl nicht so geklappt.
Ich fand den richtig schön und ich wäre auch geblieben, wenn wir Strom gehabt hätten. Ja. Brauchen wir ja, wie gesagt, normalerweise nicht. Aktuell schon. Ja, der Laptop aushalten, wie gesagt. Ja. Deswegen, aber jetzt haben wir Strom. Jetzt wird erstmal das Video geschnitten. Ja. Wir bestellen uns jetzt noch was zu essen. Mhm. Lassen den Abend ein bisschen ausklingen. Ja, wir bestellen uns einen schönen Obstteller bei Domino's. Und eine Salatbowl. Und eine Salatbowl. Typisch Domino's. Wir sind halt Sportler, ne? Das sieht man. Ja. Das ist. Ja. Ja, da haben wir uns aber was bestellt, wa? Ja, wir müssen ja auch mal was essen. Ja. Und ist natürlich nur Salat. Genau. Und kochen mit ohne Wasser ist natürlich schwierig. Oh. Das ist doch, guck mal. Das kann man doch essen, ne? Das sieht doch richtig gut aus. Le Pizza. Was mit Hollandaise bestellt, wa? Warte, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen. Ich frage mich gerade, ob das wirklich die Medium ist, die Mitte. Das sieht doch, ist das nicht irgendwie klein? Naja. Und noch Chicken-Dinger. Mhm. Ja. Guten Hunger, ne? Wir hauen jetzt rein. Wir hauen rein. Wollen wir uns noch verabschieden? Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt erstmal. Sind das die, die du wolltest? Ja, die sind scharf, die sind geil. Nicht so scharf, aber die sind gut. Genau. Mhm. Ja, wir hauen. Das ist wieder nichts für mich. Jetzt möchte ich auch, aber ich liebe die. Ja? Mhm, ja. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Es war unser erster Vlog. Das war ja nicht der erste Wohnmobil-Vlog, ja. Ja. Aber es war ein absoluter Chaos-Vlog. Also das hat alles irgendwie nicht hingehauen, vorne, hinten mit den Stellplätzen und. Ja, wir gucken mal, was da am Ende bei rumkommt. Wir haben das Beste versucht und hoffen, es ist ansehnlich. Ja. Aber man hat ja auch nicht immer alles in der Hand mit Stellplätzen und so weiter. Deswegen, ja. Macht euch einen schönen Abend. Oder wann auch immer ihr das Video seht. Macht euch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, ne? Eure Friesencamper. Tschüss. Ciao. Auf euch. Mhm. Findest du mich auch voll klein? Keine Ahnung. Das ist die mittlere. Hä? Was ist denn dann die kleine? Sind das 28 cm? Ja. Ja. Oh, ja. Mhm.